Hallo ihr Lieben, hier ist die Martina von Dualseelen, Schattenwege ins Licht. Ich kriege hier so eine Energie rein von Befreiung, von Leichtigkeit. Und ich bin da ganz bei dir, ganz bei dir. Das ist etwas, was ich für dich reinkriege. Wow. Neue Kraft, Klarheit kriege ich rein, ganz bei dir. Okay, schauen wir mal rein. Deine Energie ist ganz bei dir. Der Weg, den du gerade gehst, der ist tatsächlich dein Herzensweg. Wir haben hier den Eremit. Das ist eine Single-Karte, die sich mit sich selbst beschäftigt, mit den eigenen Themen auseinandersetzt und dem Herzensweg folgt durch die Intuition und durch das Wissen. Also angeeignetes Wissen aus vergangenen Situationen. Und ich kriege hier so eine Kombination rein, so Kombination aus Erfahrungen, Kombination aus eigenem Wissen, ohne zu wissen, woher die Informationen kommen. Du bist gewillt, endlich mal weiterzugehen, weiterzureisen und ohne zu wissen, wo es dich hinführt, aber du spürst einfach, der Weg ist das Ziel, der Weg fühlt sich richtig an. Du bist bei dir. Du erkennst deine Größe, deine Möglichkeiten und deine Fähigkeiten. Das ist auch so die Kinderkarte, aber auch eine Situation aus der Vergangenheit kommt erneut in dein Leben oder tritt in Erscheinung. Ich krieg's aber so rein, deine Lebensfreude kommt wieder zurück. Ich krieg keine Person rein. Ich krieg deine Lebensfreude, deine Lebensgeister, deine Kreativität, deine Verspieltheit, die einfachen Dinge des Lebens genießen. So ganz simpel und einfache Dinge. Sowas wie, oh, was habe ich für ein Glück gehabt, draußen stürmt's und ich bin hier drin. Als Kind war es vielleicht andersrum. Du warst draußen, es hat geschüttet und du hast gedacht, oh wie geil, ich kann mich hier draußen duschen, so ungefähr. Und diese Energie kriege ich gerade für dich rein. Also positiver geht's kaum. Deine Lebensgeister, deine Erfahrung, dein Ich, dein Verspieltsein kommt wieder in dein Leben. Außerdem kriege ich hier in den Kelchen lauter Lotusblüten zu sehen. Und ich kriege auch ein Lied rein, Always Loving You oder Always Love You. Scorpions, kann das sein? Ich weiß es nicht. Krieg hier so ein altes Lied rein von Scorpions. I Will Always Love You. Naja, das war von Whitney Houston. Irgendwas mit Always Love You. Aber ich krieg's für dich so rein, dass da keiner kommt, dich einholt, sondern dass du das Gefühl hast, geliebt zu sein, beschenkt zu werden, glücklich zu werden, glücklich zu sein, erstmal in den kleinen Dingen und deine Vision zu folgen. Du holst dir die Kraft und du gehst im Flow, du bist in deinem Rhythmus, in deiner Energie, in deinem Tempo und hörst auf dein Innerstes, wenn es dir sagt, jetzt möchte ich was essen, du spürst deinen Körper, jetzt brauche ich Ruhe, jetzt möchte ich schlafen, jetzt habe ich Lust, Musik zu hören und zu tanzen. Also du hörst endlich wieder auf dein Innerstes, auf deinen Körper, du nimmst dich wahr. Deine Lebensgeister kommen zurück. Immer mit dem Blick auf die Liebe.
Was würde die Liebe jetzt tun? Temperance, ich werde irre ehrlich, das ist so geil. Ich freue mich so fürs Kollektiv. Heilung, du bist mitten in der Heilung. In der Mäßigkeit, im Gleichgewicht. Die Heilung in Form von, ich habe es verstanden, ich brauche Ruhe, ich habe es verstanden, ich brauche jetzt Flüssigkeit, ich habe jetzt Durst, ich habe es verstanden. Mein Körper spricht mit mir, meine Seele spricht mit mir. Ich muss den Weg gehen. Den Weg, der sich gut anfühlt, der sich richtig anfühlt. Moment, ich krieg hier was rein. Dein Rhythmus. Sanft. Sanft, sei sanft zu dir. Du konzentrierst dich wirklich auf das Positive, wo es hingehen soll. Und das ist der Grund, warum du sicher bist, dass das jetzt gut für dich ist, wenn du in die Heilung gehst. Selbst wenn du sagst, okay, ich gehe in kleinen Schritten voran, nicht hetzen lassen, nicht drängeln lassen. Wie steht's mit deiner Abgrenzung? Wie steht's mit deiner Abgrenzung? Ja, gehen. Also ich kriege hier wirklich rein, du bist bereits gegangen oder jemand ist von dir gegangen. Gehen ist für dich ein großes Thema. Also die richtige Zeit, göttliches Timing. Weißt du, manchmal kommen Dinge in dein Leben, die kommen aus einem bestimmten Grund und dann gehen die aber auch wieder. Ebenfalls aus einem bestimmten Grund. Manchmal war es gar nicht deine Prüfung, sondern es war die Prüfung von jemand anders. Und falls du das Gefühl hast, irgendwie hängst du noch drin, kriege ich hier rein, du darfst gehen. Du bist frei. Geh. Geh. Es gibt hier nichts, worauf du warten könntest oder müsstest oder solltest. Es wird gut, wenn du gehst. Und zwar nicht nach hinten gut, weil das, was hinten passiert ist, ist nicht mehr veränderbar, sondern es wird gut für dich, wenn du weitergehst nach vorne, weil du wirst feststellen, du hast dich verändert, du hast dich weiterentwickelt. Wenn ich jetzt frage nach deiner Abgrenzung, bräuchte ich bitte noch eine Karte dazu. Schaffst du es, dich richtig gut abzugrenzen? Ja, dir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Ich krieg hier rein, es war so schmerzhaft, dass du keine andere Wahl hattest, als zu gehen. Und damit sich das für dich im Leben und nichts wiederholt sich ein zweites Mal, nicht wiederholt, hast du gar keine andere Wahl. Weißt du, was ich hier reinkrieg, ist so, du kannst vergeben, ja, du kannst bestimmt auch vergeben, aber du kannst nicht vergessen. Und würdest du in eine Situation zurückgehen, ja, stehen bleiben oder zurückgehen, hättest du permanent denselben Schmerz. Weil in einer kranken Umgebung jemand, der dich so verletzt hat, wo ein schmerzhaftes Ende war, wo dich jemand zurückgelassen hat, ja, dich ausbluten lassen hat und du bist trotzdem noch lebendig oder bist jetzt wieder rausgekommen. Wenn du da stecken bleibst, also nimmt es dir unglaublich viel Vertrauen, viel Kraft. Wenn du rausgehst und in der Heilung warst, dann würdest du niemals mehr dahin zurückgehen, wo du krank gemacht wurdest, wo du verletzt wurdest. Das ist so ein bisschen wie wenn ein kleines Kind auf die Herdplatte greift, obwohl die Mama gesagt hat, nicht an den Herd, ja? Das ist gefährlich, aber das Kind wollte die eigene Erfahrung machen, hat draufgegriffen, hat sich die Finger verbrannt, weiß jetzt, es tut höllisch weh, es dauert ewig lang, bis sowas verheilt.
Jetzt endlich kommen wieder Lebensgeister rein, jetzt geht es dir wieder gut, du folgst deiner Intuition, hörst auf dein Körpergefühl. Und wenn du dahin zurückgehen würdest und wieder auf die Herdplatte greifen würdest, alleine schon, dass du da die ganze Zeit in der Nähe bist, ja, wo du merkst, das heißt, das ist gefährlich, du bist zu nah dran, würde dir schon das Gefühl geben, immer vorsichtig sein zu müssen, immer ganz besonders aufzupassen, immer einen gewissen Abstand halten zu müssen. Du würdest nie wirklich vertrauen können, könntest dich nicht fallen lassen, könntest nie wieder so unschuldig sein wie zum Anfang, weil die Unschuld verliert sich ab dem Punkt, wo du verraten wurdest, enttäuscht wurdest, verletzt wurdest. Also in einer schlechten Umgebung, toxischen Umgebung, gefährlichen Umgebung kann man nicht heilen. Da braucht man Distanz. Und jetzt geht es um dich, um deine Abgrenzung. Und deine Abgrenzung sollte eine natürliche sein. Zwar jene, dass du gehst mit erhobenem Haupt, mit deiner Würde, mit deinem Stolz. Und ich glaube auch, da bist du bereit dazu. Ja? Da bist du bereit dazu. Aus welcher Situation bist du da raus? Was ist das für eine Situation? Oh Mann. Aus ursprünglich schönen Begegnungen. Also es kann sein, dass das für dich die Beziehung auf Augenhöhe war, für dich die Begegnung auf Augenhöhe, dein zweites, ja, oder dein Gegenstück. Es war für dich Liebe. Ja, die zwei der Kelche ist immer Liebe. Man gibt und man empfängt. Es ist so ein bisschen wie die Mäßigkeit, ja, man gibt und man empfängt. Und ich kriege hier rein, das war ein ganz, ganz heftiges Ende. Vielleicht wurdest du verlassen, weil die Karte kam ja in Kopflage raus. Man ist einfach gegangen. Einfach gegangen. Und das hat dir diesen Schmerz verursacht. Das hat dir den Schmerz verursacht. Oh, da sind noch mehr Karten. Gut. Oh mein Gott, das war für dich die Erfüllung. Es war die Erfüllung. Für dich war das die perfekte Partnerschaft in deinen Vorstellungen. Schauen wir uns die dritte an. Page der Schwerter. Du wurdest aus Erfahrung schlau. Du bist richtig zurückgeschmissen worden und standst plötzlich da mit nichts. Oder ich krieg so rein, du hast dir ins eigene Fleisch geschnitten durch die Erfahrung oder die Erkenntnisse oder das, was du daraus gelernt hast. Das war schmerzhaft. Ich krieg hier so zurückgeschleudert rein. Ganz am Anfang stehen, noch nie diese Erfahrung gemacht. Vielleicht bist du sehr naiv, aber im Sinne von unschuldig naiv, ja? Also, dass du da in etwas reingeraten bist, was sich für dich so angefühlt hat, als wäre es die absolute Traumerfüllung. Und so heftig die Zehn der Kelche, so schön die Zehn der Kelche waren. Ja, war dann das Ende. Also abrupt, heftig, schmerzhaft und ja, du hast gar keine andere Wahl, als Grenzen zu setzen, dich neu zu sortieren. Wie sieht die Person, die dir das verursacht hat? Ja, sie hat damit jongliert, gespielt, ne? Mal schauen. Ja.
hat auf Zeit gesetzt, hat geguckt, was sie davon hat, die Person, was kriege ich dafür? Hat darauf plädiert und wir haben hier wieder die Heilung. Es ging um deine Heilung, Klarsicht erkennen, auch wenn es schmerzhaft ist. Nicht alles, was du dir wünschst, soll auch in Erfüllung gehen. Auch hier liegt die Heilung drin, dass du klar siehst, weil der Stern steht auch für klar sehen. Ja? Wie Schuppen vor den Augen, klar sehen, erkennen, dass es dein Traum war und erkennen, dass die Person nur darauf geschaut hat, was habe ich davon, was kriege ich dafür? Habe ich das auch? Kriege ich das auch? Was genau hat sich die Person hier vorgestellt? Also die hat das nicht ernst genommen. Die hat das nur halbherzig gemacht und hat dich damit stehen lassen. Ja, ich kriege hier wirklich so rein, so, ich habe dich stehen lassen. Du standst auf dem festen Boden. Ich habe mein Bein angezogen und habe meinen Fuß auf dein Knie aufgestützt. Und so getan, als wenn wir beide ja auf festem Boden stehen. Das wollen wir beide. Das war so ein bisschen verkaspern. Es kann sein, dass du mal erwähnt hast, oh, ich wünsche mir dies und das und das und das. Und er hat es ins Lächerliche gezogen und hat gesagt, ja, und dann auch noch eine, was weiß ich, ein Thron und eine Krone und. Ne, du hast gesagt, ich wünsche mir ein Haus und er hat es ins Lächerliche gezogen, hat gesagt, es wird ein Schloss. Und was weiß ich was, ja. Okay, Karma kommt auf die Person zu. Ich krieg hier rein, konzentrier dich wieder auf deins. Es spielt gar keine Rolle, was auf der anderen Seite passiert. Das passiert so oder so. Alles hat eine Auswirkung und die Person bekommt ihr Karma ab. Egal, was sie gemacht hat, ob sie dich geblendet hat, was auch immer. Aber ich krieg dich wirklich rein auf deinem Weg. Und da bleib auf dem Weg. Was die Abgrenzung betrifft, bist du wahrscheinlich in deinem Solarplexus total erschüttert, weil jemand sich von 0 auf 100 verändert hat. Ja? Ich krieg hier jemand rein, der sich innerhalb dieser Beziehung, die wirklich schön angefangen hat, traumhaft angefangen hat, das war nämlich bei euch beiden tatsächlich so, plötzlich nur noch geguckt hat, wovon habe ich jetzt meine Vorteile? Was kriege ich dafür? Und das ist für dich unverständlich, ja? Wie man von Hui so extrem nach Fui fallen kann. Es geht auch nicht darum, dass du diese Person analysierst oder verstehst, weil du kommst trotzdem nicht weiter, weil du es nicht verändern kannst. Nochmal zur Erinnerung, du wirst da nicht zurückgehen können, weil das Vertrauen völlig zerstört ist. Vielleicht kannst du es irgendwann verzeihen, aber du wirst es nie vergessen. Du wirst nie wieder vertrauen und Vertrauen ist halt die Basis, ja? Von der Partnerschaft. Und die Heilung liegt jetzt auch wirklich bei dir, dass du ganz klar siehst, hält jemand tatsächlich Schritt oder ruht sich jemand nur auf dir aus. Aber eins kann ich dir sagen, Karma ist auf der anderen Seite. Hier kommt Gerechtigkeit und Karma ist, wie ihr hier seht, bei Justitia, die hat die Augen verbunden. Ja, die wiegt ab. Nicht, was sie sieht, wo sie glaubt, oh, das ist viel, was weiß ich, 100 Gramm Federn, ja, so ein Riesenberg und dann 100 Gramm Zucker, so ein kleines Häufchen, sondern sie hat die Augen zu und sie ist neutral. Sie wertet nicht, sie schaut nicht da drauf, sondern sie sieht, okay, hier ist was im Argen, hier ist etwas Schwerwiegendes. Jetzt muss ich hier für Gerechtigkeit sorgen, weil auf einer Seite ist zu viel Gewicht, ist etwas in der Schräglage und das werde ich jetzt wieder gerade rücken.
Ich werde da was rausnehmen und werde was woanders reingeben. Also Karma wirkt auf der Seite, ja? Egal, was man dir angetan hat, es bleibt nicht ungeschoren oder es kommt nicht einfach so, es wird nicht untergehen, ne? Wenn es dir darum geht, ja, wo ist hier die Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit wird kommen. Ob das jetzt Lohn oder Strafe ist, ja, sei mal dahingestellt. Aber das ist nicht das Thema, um was es bei dir geht. Du sollst dich ja auf dich konzentrieren und auf deinem Weg bleiben. Und deswegen würde ich dir wirklich empfehlen, guck immer, was du für dich tun kannst. Was hilft dir? Was tut dir gut? Ah, wartet kurz. Was fühlt sich für dich so an, als wenn es mild ist, eine Salbe, etwas, was dir gut tut, kriege ich hier rein. Also wir gehen wieder zurück zu deinen Lebensgeister. In der Heilung oder während der Heilung. Was ist da für dich wichtig? Du wirst wieder die du mal warst. Die Liebe. Die Liebe, wirklich die übergeordnete Liebe. Das heißt, nicht diese Liebe im Sinn von partnerschaftlich, Liebe zum anderen, sondern die Liebe zu dir, die Liebe als Überschrift, die Liebe im Übersinnlichen, die Liebe, die von innen nach außen quillt, ja, also so überquellende, überschäumende Liebe, die aus dir herauskommt. Und da ist die Heilung. Das heißt, du bist ein Teil des Universums. Du kannst aus dir selbst schöpfen. In dir ist die Liebe. Schau dir das an. Du gehst weiter, aber hier siehst du das Leuchten in deiner Brust. Das kommt wieder in den Fluss. Guck mal, das ist genau das, die Lebensgeister. Was kommt in der Heilung? Da kommt deine Lebensgeister und vor allen Dingen deine Liebe wieder. Wenn du dich auf dich selbst konzentrierst, wenn du nach dir schaust, kommt die Liebe zu dir. Ja? Hier, da bist du. Du wirst wieder zur Königin der Kelche. Du fängst wieder an, dich selbst zu lieben. Ich habe hier in Kopflage der Hierophant, das Göttliche, das Übergeordnete, wie ich es eben schon gesehen habe. Es wacht der Himmel über dich, kriege ich hier rein. Segnungen aus dem Universum. Womit? Hier kommt jemand auf dich zu, ebenfalls in Kopflage. Hier kommt jemand langsam, aber beständig auf dich zu, möchte dir den Hof machen und dir ein Angebot unterbreiten. Das Universum schickt dir jemand sehr langsam, mit dem du jetzt neu anfangen kannst, langsam neu anfangen. Das wird die Person spüren, die dich massivst verletzt und enttäuscht hat, weil auch das kommt nochmal auf dich zu. Hier haben wir zwei Ritter. Einmal den Ritter der Schwerter, der dir über den Mund gefahren ist, der sehr kalt vorgegangen ist, egozentrisch, egoistisch, verletzend, beleidigend, unter die Gürtellinie hauend, ja. Vielleicht auch cholerisch, aggressiv. Diese Person kommt wieder auf dich zu. Und das ist hier der Ritter der Schwerter. Aber das Universum sagt: So, jetzt kriegst du die Gelegenheit, neu anzufangen. Jetzt, wo du in deiner Selbstliebe bist, kannst du selber überprüfen, wie fühlen sich diese zwei Energien an. Die Person, die langsam auf dich zugeht, die beständig ist, ja, mit der du jetzt ganz langsam überprüfen kannst, ist es ein bodenständiger Mensch? Ist es jemand, der mich wirklich wertschätzt? Kann ich bei mir bleiben? Verrenne ich mich nicht wieder in eine Illusion viel zu früh in der Zukunft? Oder kann ich jetzt hier langsam Schritt halten? Weil auch dein Tempo soll raus. Ja? Du sollst dich nicht drängen oder drücken lassen.
Und zu derselben Zeit spürt es anscheinend dein Gegenüber und wird dich nochmal über den Haufen rennen. Das kriege ich hier wirklich rein für Februar, März. Dass dann nochmal einer ankommt aus der Vergangenheit, ja? Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass du für dich überprüfst, was fühlt sich gut an. Behalte dir das wirklich bei, wenn du das jetzt lernst, ja? Du kriegst die Zeit für dich. Du kriegst die Zeit, wieder in deinen Flow zu kommen, in deine Lebensenergie. Wenn das jemand war, so wie es hier lag, der dich eigentlich komplett ausgemerzt hat und kommt jetzt wieder an, weil er denkt, du wärst sein Eigentum, wo willst du hin? Setze deine Grenze. Kriegt es so deutlich rein, bitte setze deine Grenze. Ich möchte euch was vorlesen. Moment. Hatte was notiert, wartet kurz. So, da bin ich wieder. Ich hatte nämlich etwas rausgeschrieben, oh je, oh je. Und da geht es um eine Karte, die auf Englisch war. Schon ein Weilchen her. Wo ist es denn? Das kann man euch schnell mal zeigen, weil es sieht ganz schrecklich geschmiert aus. Ich habe es ins Deutsche übersetzt. Also wundert euch nicht, manchmal steht da sie und manchmal steht da du. Es gibt bestimmte Dinge, die zu bestimmten Zeiten passieren sollen. Dies ist das Wirken des Schicksals. Ganz gleich, wie viel Druck von der Außenwelt oder von ihren eigenen Erwartungen ausgeht. Es gibt eine Reihenfolge der Ereignisse und ein göttliches Timing, damit das, was sein soll, geschehen kann. So, pass auf, wenn das hier das göttliche Timing ist. Du bist Single, du hörst auf deine innere Führung, du nimmst die Erkenntnisse aus der Vergangenheit mit, ohne irgendwas ändern zu wollen, aber für die Zukunft bist du schlauer. Du hörst wieder auf dein Körpergefühl. Deine Geister kommen zurück, ja? Also deine Lebensgeister, deine Lebensfreude ist wieder da. Du bist wieder voller Ressourcen. Ich kriege das wirklich sehr positiv bei dir rein. In dem Moment, wo du in der Heilung bist, stellst du dir die Frage, wie gut sind meine Grenzen gesichert? Grenzen sind immer von innen, nicht von außen, nicht durch Brüllen, nicht durch Drohen oder jemanden unter Druck setzen. Das sind keine Grenzen. Grenzen sind, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich kann. Ja, das ist auch eine natürliche Grenze. Also du kannst dir noch so sehr wünschen, Marilyn Monroe zu sein. Aber wenn du völlig anders ausschaust, dann ist es eigentlich verrückt, ja, sich da anpassen zu wollen oder sich in die Richtung, keine Ahnung. Also du musst wissen, was du kannst. Und wenn das gar nicht dein Typ ist, ja, vom Äußeren, dann wäre es übertrieben, sich das zur Lebensaufgabe zu machen, sich da zu operieren, operieren zu lassen, was weiß ich, also alles Mögliche. Das, nein, also da, nein, stopp. Ne? Dich gibt es nur einmal, so wie du bist. Das ist der Grund, warum sich Männer in dich verliebt haben, warum du Freunde hast, warum Familienmitglieder dich lieb haben, warum Kollegen dich schätzen, wie du bist. Sei du selbst. Ja, dich gibt es nur einmal, sei du selbst. Versuch niemanden zu kopieren und versuch dich auch nicht selbst irgendwie zu irgendwas zu machen, was du nicht bist. So kannst du auch niemand anders ändern. Jeder ist, wie er ist. Wenn du dann aber begriffen hast, okay, ich muss hier eine Grenze setzen, das hat mich bis ins tiefste Mark erschüttert, weißt jetzt auch, wer du bist, was du willst, wo du hin willst, was du eigentlich in deinem Leben und in deiner Umgebung willst. Kommst jetzt wieder in deine Kraft, in deine Liebesfähigkeit. Du bist wieder im Flow und du bist wieder die liebevolle Frau. Ja, du bist wieder die liebevolle Frau. Es war ja eine ganze Zeit lang, warst du immer nur die Königin der Schwerter, die über die Fakten gehen musste, über die Ratio, über die Vernunft. Jetzt kommst du langsam wieder in deine Weichheit. Deine Weichheit, in deine Liebesfähigkeit, in dein Mitgefühl,
in deine Fürsorge, auch anderen gegenüber, aber nicht mehr in diesem Übertriebenen. Und dann kommt plötzlich etwas, was dir geschickt wird. Ja? Und das ist genau so beschrieben. Es gibt bestimmte Dinge, die zu bestimmten Zeiten passieren sollen. Dies ist das Wirken des Schicksals. Ihr habt ja gesehen, vorhin war ja Justitia da. Ne? So. Es gibt eine Reihenfolge der Ereignisse und ein göttliches Timing, damit das, was sein soll, geschehen kann. Was sein soll, geschehen kann. Das ist die Reihenfolge der Ereignisse. Sorry, ich kriege sonst einen Krampf. Warte mal so. Ups. Das ist die Reihenfolge der Ereignisse. Dann kommt die Heilung auch. Automatisch, wenn du deine Lebensgeister wieder fühlst, ja, wieder im Flow bist, wieder liebevoll bist, aber du hast ja nicht vergessen, was du in der Vergangenheit gelernt hast. Und es gibt eine Reihenfolge der Ereignisse und ein göttliches Timing, damit das, was sein soll, geschehen kann. Balancieren Sie Ihr aktives Streben nach Ihren Träumen und Ambitionen mit Geduld und Vertrauen in das richtige Timing der Dinge. Das wäre jetzt Geduld und richtiges Timing der Dinge. Sie erhalten eine Botschaft, dass Sie in diesem Leben zu großen Leistungen fähig sind. Anstatt gegen das Leben zu kämpfen, da wird dir jemand geschickt, wo du dann wieder gegen das eigene Leben kämpfen musst, gehetzt oder gestresst wirst. Sie erhalten eine Botschaft, dass sie in diesem Leben zu großen Leistungen fähig sind. Anstatt gegen das Leben zu kämpfen, vertraue darauf, dass es für dich arbeitet. Ja? Vertraue darauf, dass das Leben für dich arbeitet, ist mit dir. Tu das, was in deiner Macht steht, aber geh auch vertrauensvoll und hingebungsvoll vor. Tu das, was in deiner Macht steht, aber geh auch vertrauensvoll und hingebungsvoll vor. Also lass dich nicht hetzen. Ja? Mäßigkeit, in der Ruhe liegt die Kraft, nicht zu viel, nicht zu wenig, nicht zu schnell, nicht zu langsam, gleichmäßig, ja? Immer, setze immer einen Fuß vor den anderen. Langsam, schlendernd, aber auch nicht trödelnd. Ja? Immer mit der Ruhe in der Hauptmannstruppe, sagt man bei uns. So, dann spirituelle Führung. Behalte dein Tempo bei, das zu deinem Rhythmus passt. Lass dich nicht durch Dringlichkeiten oder extreme Aufforderungen hetzen. Aber auch lass dich nicht zu Tode langweilen, ja? Also wenn da jemand extrem langsam unterwegs ist und im Sinne von, ich melde mich einmal alle 3 Wochen, dann ist das auch nicht das, ja? Also du musst schon unterscheiden, ist es zu schnell, ist es zu langsam? In deinem Rhythmus, in deinem Tempo. Achte mal weiterhin auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition. Du wirst ja geführt, also dein hohes Selbst führt dich. Lass dich nicht durch Dringlichkeiten oder extreme Aufforderungen hetzen. Du kannst das Leben nicht zum Fließen zwingen. Du kannst auch niemanden zu Liebe zwingen. Du kannst auch dein eigenes Liebesgefühl nicht erzwingen. Du wirst feststellen, wenn du einmal richtig enttäuscht oder verletzt wurdest, ist da nichts mehr, was im Fluss ist. Ja? Oh, jetzt geht mein Schleudergang los. Du hast die Ausdauer, weit zu gehen, um in diesem Leben Großes zu erreichen. Du musst deine Energie sparen,
um deine Ausdauer zu erhalten. Wer sich bis zur Erschöpfung drängt oder gedrängt wird, macht sich den Weg nur schwerer. Es beschleunigt auch nichts. Dein Ergebnis forcieren erzeugt Widerstand, der alles nur verlangsamt. Also dein Ereignis zu forcieren, und das hatten wir vorhin mit den 10 der Kelchen. Alles hat schön angefangen mit 2 Kelchen, aber bis 10 der Kelche gibt es irgendwie einen Sprung, was auch immer da passiert ist. Es ist ja nicht aufgegangen. Und wenn du etwas forcierst, drängst du es in die Richtung und verlierst aber den Kontakt zum derzeitigen Zeitpunkt, ist es aktuell immer noch so. Ja? Also ist man noch bei dir? Ist es noch aktuell? Fühlt es sich noch richtig an? Fühlst du dich noch? Hast du noch den Bezug zu dir? Ist es noch im Gleichgewicht? Überprüfe es bei jedem Schritt immer wieder. Ja, du kannst mit jemandem 10 Jahre zusammen sein und derjenige krempelt sich irgendwann innerhalb der Beziehung um 180 Grad um, weil er eine Midlife-Crisis hat, ja? Bei seinen Kumpels sieht, ja, die fliegen draußen rum und was weiß ich, ja? Stürzen von einer in die nächste Bettgeschichte, ja, und ist vielleicht neidisch da drauf. So, und plötzlich erkennst du den nicht mehr wieder, ne? Das sind alles so Sachen, guck mal immer Schritt für Schritt. Nichts ist in Stein gemeißelt, ja. Niemand kann gezwungen werden zu seinem Glück. Du kannst aber auch nicht gezwungen werden. Geh in deinem Tempo, verlier den Kontakt zu dir nicht. Du darfst jeden und alles verlieren, aber verlier dich nicht. Das ist die Message. Und ich bin ganz sicher, du bist gerade auf dem richtigen Weg. Bleib in deiner Spur. Du machst gerade alles richtig. Ja, du bist nicht alleine, du wirst geführt. Aber du wirst auch geprüft, ob du dir selbst treu bist. Ja? Du wirst gerade geprüft, ob du dir selbst treu bist. Und noch was, selbst wenn der dir geschickt wird, denk nicht, das ist mein Endpartner. Denk lieber, ich schaue mir das mal an. Vielleicht ist auch das eine Prüfung. Und überleg mal, ob du unbedingt jetzt eine Partnerschaft willst, weil du bist ja noch in der Heilung. Und während der Heilung in eine Beziehung reinzugehen, ist oftmals nicht die beste Idee, weil sich dann Dinge, die noch nicht in Ordnung gebracht sind, wieder einschleichen. Ob das Verhaltensmuster sind oder wenn du keine guten Grenzen setzen kannst, dass derjenige vielleicht in einem Moment deine Grenze überschreitet, wo du nicht damit rechnest und dann völlig verdattert bist, ja, und deswegen erstmal eins nach dem anderen. So, mein Video bricht jetzt gleich ab. Wir haben schon 38. Minute. Ich hoffe, dass es hochlädt. Es ist sehr, sehr lange. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video eine kleine Freude machen, etwas weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr übers Liken freuen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Dazu braucht ihr nur den Kanal zu abonnieren, das kostet nichts, aktiviert das Glöckchen und dann werdet ihr informiert über das nächste Video. Alles Weitere wie immer findet ihr in der Infobox. Und ja, bis dahin, alles Liebe, eure Martina. Ciao.